Hi, einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, andere nicht. Vor einigen Wochen haben wir eine Reportage zum Thema Alkohol veröffentlicht und die hat massive Kritik geerntet. Wir haben die Reportage mittlerweile wieder offline genommen und ich würde euch gerne erklären, warum. Viele von euch fanden, dass die Reportage alkoholverherrlichend sei. Es ging in dem Film um ein Selbstexperiment. Ich habe 30 Tage lang nichts getrunken und eben auch erzählt, wie schwer mir das an manchen Stellen fällt. Dass diese Reportage alkoholverherrlichend wahrgenommen worden ist, tut mir super leid, denn das war wirklich nicht der Plan. Wir sind aber nochmal in uns gegangen, haben uns eure Kritik zu Herzen genommen. Und es stimmt, an manchen Stellen haben Einordnungen gefehlt und es stimmt auch, mit Blick auf den Jugendschutz hätten wir die Reportage so besser nicht hochgeladen. Aber es wäre ja nicht Stil des Y-Kollektivs, wenn wir jetzt einfach das Ding unter den Teppich kehren und nie wieder drüber sprechen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Reportage in überarbeiteter Form nochmal hochzuladen. Und dafür habe ich ein Reaction-Video gemacht, aber nicht nur mit mir alleine, sondern zusammen mit Hans-Peter Eckert. Der ist Leiter der suchtherapeutischen Einrichtung Kokon in Berlin und wir haben nochmal einen kritischen Blick auf die Reportage geworfen. Okay. Boah, mir geht's schlecht. Ich glaube, heute fällt es mir nicht schwer, kein Alkohol zu trinken. Gestern war doll. Vorglühen, feiern gehen, After Hour. Hiernach mache ich 30 Tage nüchtern. Ich wollte eigentlich heute anfangen, aber jetzt schmeckt es mir so gut. Und deshalb würde ich sagen, ich verschiebe dir den Start mal auf morgen. Um mich herum trinken alle weiter. Und ich merke, nicht trinken ist gar nicht so leicht. Alkohol gehört bei mir einfach dazu. Ich will aber auch verstehen, warum man sich bewusst dazu entscheidet, keinen Alkohol zu trinken. Unterm Strich hat Alkoholtrinken mir halt mehr genommen, als es mir gegeben hat. Vermisst du das schon manchmal irgendwie? Nein. Alkohol als Lebenselixier, ist das nicht eigentlich ein bisschen sad? Kein schönes Gefühl, mich so zu zeigen. Aber so oder so ähnlich bin ich schon oft aufgewacht. Ich habe mit 15 angefangen zu trinken und im Grunde nie damit aufgehört. Tag 1. Eins vorweg. Ich weiß, dass 30 Tage nüchtern bleiben für viele Menschen keine Herausforderung ist. Für mich aber schon. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen wie mich, die gerne trinken und um die Frage, bin ich wirklich frei von der Flasche? Mein Konsum sieht so aus. Ich trinke etwa 4-mal die Woche und auch mein Umfeld tickt ähnlich. 4-mal die Woche trinken? Mal ganz unabhängig von dem, wie mein Konsum aussieht, ist man automatisch abhängig, wenn man 4-mal die Woche Alkohol trinkt? Nein. Also die WHO-Maßgabe in dem Fall ist eigentlich, dass man, wenn man an 4 Tagen trinkt und 2 Tage Konsumpause einlegt, dann besteht Hoffnung, dass noch kein Problem vorliegt. Ich glaube, die Dosis macht da jetzt ein bisschen das Problem. Also die WHO sagt ja, also es gibt keinen risikofreien Konsum neuerdings. Das ist irgendwie Zellgift und hat immer eine schädigende Wirkung. Ich habe ein paar von meinen Freunden erzählt, dass ich dieses Experiment mache. Und ein paar dieser Reaktionen kann ich ja mal zusammenfassen. Einem Freund von mir habe ich geschrieben, ich mache jetzt 30 Tage nüchtern. Hat er geschrieben, dann werden wir uns wohl 30 Tage nicht sehen. Hier ein anderer hat mir gar nicht mehr zurückgeschrieben, als ich gesagt habe, dass wir uns treffen können, ich aber nichts trinken werde. Caro, bitte verarsch mich nicht. Ich will dich nicht 4 Wochen trocken. Das kannst du mir nicht antun, Alter. Ich finde das schon krass, weil natürlich ist das alles als Witz gemeint. Und trotzdem frage ich mich, wie viel Wahrheit am Ende da dran ist. Denn bei dem einen oder anderen bin ich mir echt nicht sicher, ob ich den in der Zeit sehen werde. Eigentlich will ich aber genau das probieren. Die nächsten 4 Wochen mein Leben möglichst so weiterführen wie sonst auch. Die gleichen Leute treffen, die gleichen Dinge tun, nur eben ohne Alkohol. Ich bin mit Freunden zum Essen verabredet. Erster Eindruck, alkoholfrei hat ein scheiß Image. Eine Happy Virgin will doch keiner bestellen. Ja, haben Sie alkoholfreies Bier? Jeder Pfand aus der Flasche haben wir. Nehme ich, super, danke. Schon besser, schmeckt auch. Der erste Abend fällt mir leicht. Aber schon am nächsten Abend das gleiche Spiel. Um mich herum trinken alle. Was trinkst du, Thomas? Whisky Sour. Was trinkst du, Lisa? Whisky Sour.
Ein Was trinkst du? Ein Negroni. Ich trinke hier Corona alkoholfrei. Ich fühle mich wohl, wenn die anderen trinken. Dann ist die Stimmung besser und da habe ich dann ja auch was von. Wir bleiben bis 4 Uhr morgens in dem Laden. Wären wir alle nüchtern, wäre das bestimmt nicht passiert. Das ist natürlich nicht unproblematisch, aber auch nicht gut, wenn man sagt, naja, ich bin hier eigentlich nur noch, weil die Leute trinken irgendwie. Ne? Das ist, glaube ich, sehr ehrlich an der Stelle, weil wir da sicherlich nicht so lange gesessen hätten, wenn da kein Alkohol geflossen wäre. Naja, was kann ich dazu sagen? Ich sag mal so, wir sind halt irgendwie alle darauf angewiesen, in sozialen Kontakten zu sein und uns aufgehoben zu fühlen und irgendwie möglichst das auch noch angstfrei zu haben. Und dann ist Alkohol einfach etwas, was sozusagen die Angst besänftigt. Mhm. Und wenn ich jetzt in Kontakt bin und dann zusätzlich noch einen Angstlöser dazu nehme, na, umso besser, dann habe ich ja sozusagen mehr soziale Kontakte und mein Organismus sagt mir, wow, das ist genau das Richtige, was du da tust. Du pflegst deine Kontakte, das brauchst du und das ist für dein Überleben relevant und von großer Bedeutung. Könnte man sich fragen, ob es jetzt irgendwie diesen Sinn verfehlt, weil eigentlich im weiteren Stadium der Bekanntschaft kann man sich ja dann auch austauschen ohne sedierendes, angstlösendes Mittel. Ja. Ja, stimmt. An Tag 4 des Experiments holt mich quasi meine Vergangenheit ein. Als Studentin habe ich englische Junggesellenabschiede zum Barhopping über die Reeperbahn begleitet. Jetzt soll ich in Berlin nochmal einspringen. Eigentlich witzig, wenn ich mir überlege, dass ich mir sogar einen Nebenjob gesucht habe, bei dem ich mich völlig aus dem Leben schießen konnte. Für diesen Film ein spannender Einblick, diesen Job nochmal zu machen. Zur Transparenz, ich kriege auch Geld dafür. Wie viel Geld müsste man dir bezahlen, wenn du das machst? 400 Euro. Also ich kriege 140. Das ist ja immer so, ich sage mal so. Wirklich, für mich ist wirklich schlimmer, dass ich heute nichts trinken kann. Wirklich. Es geht los. Die Jungs sind schon in einer Kneipe. Ich treffe sie dort. Immerhin herzliche Begrüßung. Erster Eindruck, zwar scheint keiner mehr zu merken, dass es hier nicht unbedingt gemütlich ist, aber solange das Glas voll ist, ist die Stimmung gut. Daran gearbeitet, die Gläser wieder zu leeren, wird ständig. Allgemein gibt's eigentlich kaum ein anderes Thema als das Saufen selbst. Das heißt, die Jungs sind schon fast 12 Stunden am Glas. Nicht unüblich für so einen Junggesellenabschied. Die wichtigste Rolle spielt in der Regel nicht der Bräutigam, sondern der Alkohol. Ich hätte gedacht, oh Gott, da sind jetzt 16 Briten, die mich alle nicht kennen, alle männlich. Das wird mir bestimmt total schwer fallen. Da werde ich ja wahrscheinlich irgendwie Angst haben oder ich werde mich unwohl fühlen. Das war eigentlich gar nicht so. Ja, super, heißt ja eigentlich fürs Publikum, dass sie sozusagen gar nicht mehr auf die angstlösende Wirkung vom Alkohol angewiesen sind, wie sie es vorher vielleicht gedacht hätten. Wie krass Alkohol einfach etabliert ist. Und ich meine, ich habe dafür auch voll Verständnis. Ich verstehe auch, wenn andere Leute das jetzt so angucken und so denken so, oh, das macht doch keinen Spaß, guck mal, die grölen doch nur, das ist doch alles voll lala. Aber das macht ja schon Spaß, wenn man selber auch lala ist. So. Ich muss sagen, ihr habt da schon ein Herz für. Aber zugegeben, ohne selbst lala zu sein, ist es ein bisschen anstrengend. Der obligatorische Imbissbudenstopp dauert ewig, die Mitarbeiter sind genervt. Und ich stelle fest, Betrunkene sind ein bisschen wie Kinder. Die einfachsten Dinge scheinen plötzlich mega kompliziert.
Jetzt fängt es schon langsam an zu nerven, dass ich keinen Alkohol trinke. Also jetzt gerade macht es gar nicht so Bock. Sie sind jetzt quasi im Zwiespalt, naja, irgendwie jetzt halt nüchtern bleiben, so wie ich mir das vorgenommen habe, oder eben auch anfangen zu trinken, um halt irgendwie mehr dabei zu sein. Mhm. Aber wofür? Ja, um dann am Ende vielleicht auch auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Ja, aber das ist ja so, ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter, ich sage jetzt mal Therapieansatz, weil es auch einfacher ist, glaube ich, im ersten Moment an anderen Leuten mal zu schauen, was einem eigentlich am Alkoholkonsum nicht gefällt. Ist natürlich erstmal einfacher, ne? Jemanden anzugucken und zu sagen, oh, damit will ich aber eigentlich nichts zu tun haben, als dass sich das alles erstmal bei sich selber irgendwie einzugestehen. Ne? Weiter geht's. Die Kindergärtnerin ruft zum Appell. I know you're having fun, but we're not gonna get in when you're like acting like piss drunk. So please try to behave when we go in, okay? Yep, yep, yep. All right, let's go. Let's go. Right. Aber wohin jetzt mit dieser Rasselbande? Die einzige Bar, die mir einfällt, die 18 betrunkene Briten reinlassen würde, hat aus irgendeinem Grund zu. Jetzt wird's schwierig. Ich weiß nicht genau, wohin mit den Jungs, und das finden die natürlich auch scheiße. Ich frag mich, wie ich sowas früher gelöst habe, als ich noch mitgetrunken habe. Vielleicht hat mich die Situation dann einfach weniger gestresst? Ich entscheide, die Jungs erstmal im Stripclub zu packen. Auch wie Kleinkinder. Ab an den Busen, dann sind alle happy. Wenn man das mit nüchternen Augen betrachtet, hat so viel Trinken was Trauriges, finde ich. Also das finde ich wirklich krass. Ich weiß, dass mir das selber auch Spaß macht, aber wenn man da so drin steht, denkt man so, hier findet kein Gespräch mehr statt. Hier wird irgendwie nur noch so überlebt. Den Eindruck, so die überleben gerade so ihren Rausch. Alle so. Ja, aber ich will das doch gar nicht, meine das gar nicht despektierlich. Also ich kenne das. Also das ist ja von der ganzen Reportage der alkoholkritischste Moment. Ne? Also ich finde, dass ihr Ton und ihre Worte an der Stelle jetzt gegenüber dem Konsum der Gruppe schon eigentlich recht kritisch klingt. Und jetzt so hinterher zu sagen, ja, aber es macht auch Spaß, ist irgendwie nicht die ganze Wahrheit. Da ging es mir auch wirklich darum, mich da nicht so rauszuziehen, weil genau das, was Sie sagen, ja, mein Blick darauf war kritisch und trotzdem fand ich es so ein bisschen frech, mich da jetzt hinzustellen, einmal nüchtern dabei und zu sagen, guckt mal an, wie die trinken. Ne? Das habe ich das auch am Ende so relativiert, weil ich dachte, naja, das ist jetzt ja auch unglaubwürdig, wenn ich hier stehe und das plötzlich so sehr verurteile. Der Abend geht eigentlich noch weiter, aber mehr Erkenntnisse bringt er nicht. Irgendwann verabschiede ich mich. Mir fällt auf, dass ich noch nie so wenig mit der Gruppe, die ich begleitet habe, zu tun hatte. Dann sind wir mal ehrlich, im Grunde hatte ich mit denen nichts gemeinsam, außer der Liebe zum Alkohol. Trinken alle, findet man schneller eine Basis, wie hier auf meinem Heimweg an der Warschauer Straße. Fremde liegen sich im Arm. Jetzt ein Bier und ich würde mich dazustellen. Naja, dafür morgen kein Kater. Auch hier jetzt so zu überlegen, ja, der Anlass, ja, lohnt es sich dann für mich jetzt zu trinken und dann diese Auswirkung zu haben, den Rausch und die Totenhirnzellen und was weiß ich alles, ja, und nachher vielleicht am nächsten Tag Selbstvorwürfe gar oder so, ne? Lohnt es sich für diesen Anlass oder ne, vielleicht kommen Sie dann zum Schluss für einen anderen Anlass, lohnt es sich und ist genau das Richtige, dann ist ja auch okay, ne? Da sprechen Sie auch total mein Empfinden eigentlich in dem Moment an, ne? Weil das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich am Ende nicht in die Reportage reingeschnitten, aber ich habe nachher schon herzlich gelacht mit meinem Kameramann, als ich da stand und sie meinte, wie irre eigentlich, wenn ich mir mal vorstelle, wie viele Abende ich mit irgendwelchen Briten verbracht habe. Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt gestern um 3 oder so im Bett und ich fühle mich trotzdem ein bisschen verkatert heute, obwohl ich keinen Schluck Alkohol getrunken habe. Ja, und kann jetzt dem gar nicht so viel abgewinnen, dass ich jetzt nicht verkatert bin. Ja, ja, das ist ja so ein Effekt, dass wenn man lang gefeiert hat, auch ohne Alkohol, dass man sich wie verkatert fühlt, ne? Das ist normal eigentlich, ne? Und tatsächlich auch ein bisschen ernüchternd, sag ich mal.
Weil so stellt man sich das nicht vor. Dann denkt man so, ach, jetzt habe ich schon nichts getrunken. Ja. Und ist dann eigentlich so ein bisschen sauer. Und denkt so, Mensch, so viel besser fühle ich mich gar nicht. Ja. Allerdings der Nebensatz, den Sie dann sagen, irgendwie, dass sich das jetzt irgendwie gar nicht so richtig anfühlt oder so, nicht verkatert zu sein, der bekräftigt natürlich Konsum. Ja, also ja, da, stimmt. Das wäre so eine Art Glaubenssatz, den Sie überdenken können und sagen können, das stimmt doch gar nicht. Stimmt, weil ich in dem Fall quasi sage, ich fühle mich nicht besser. Das heißt, es hat sich nicht gelohnt, nüchtern zu bleiben. Ne? Dabei habe ich ja vorher auch Gründe gesammelt, warum es sich gelohnt hat, nüchtern zu bleiben. Und schmeißt das dann hier alles wieder weg. Genau. Ja. Ernüchterndes Urteil. Trotzdem, schwer gefallen ist mir die Woche nüchtern nicht. Ist mein Konsum dann überhaupt problematisch? Das will ich in der Suchtberatungsstelle klären. Laut BZGA, also der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, gibt es einen risikofreien Konsum von Alkohol gar nicht. Die Faustregel, wann er aber als risikoarm gilt, ist so weit weg von meiner Lebensrealität, dass ich die nicht ernst nehmen kann. Kommen wir noch einmal, ich habe das hier in der Reportage lapidar abgetan, weil ich das auch so wahrgenommen habe. Ich dachte, naja, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, aber natürlich stimmt es allein schon aus Bildungszwecken, können wir die hier vielleicht nochmal anführen. Was eben die Leitlinien für risikoarmen Konsum sind. Also für eine Frau, etwa in ihrem Alter, ein kleiner Drink, also ein kleines Bier 0,33 oder ein Glas Sekt 0,1 oder ein halbes Glas, ein Achtel Wein. Okay, und mindestens 2 konsumfreie Tage die Woche, richtig? Ja. Ja. Und für einen Mann, glaube ich, das Doppelte. Ne? Genau, also, in etwa. Ja. Hast du da selber das Gefühl an manchen Stellen gehabt, das war jetzt zu viel, daraus ergibt sich für mich ein wie auch immer gearteter Nachteil? Ja, also ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist natürlich eigentlich schon krass, dass man regelmäßig eigentlich irgendwie Alkohol trinkt und sich an viele Teile dann gar nicht mehr erinnert und irgendwie einfach davon ausgeht, dass es wohl bestimmt ein mega Abend war. Naja, ich meine, das ist natürlich die schädlichste Form, Alkohol zu trinken, ne? In einer großen Menge und dann bis man Filmriss hat. Und das ist sicherlich alles andere als gesund. Ja, glaube ich. Deshalb sicherlich wichtig, dass wir das an der Stelle nochmal einordnen. Mhm. Ja. Also klar, also Alkohol ist schädlich. Alkohol erzeugt 60.000 Todesfälle im Jahr. Ne? Also das verkürzt die Lebenszeit für Leute, die abhängig geworden sind, maximal. Also das ist, da lässt sich jetzt nicht viel kleinreden oder verharmlosen dran. Ne? Das ist schon auch gesamtgesellschaftlich ein echtes Problem. Gab es denn schon mal irgendwie Ansprachen vom Umfeld oder sowas, dass Leute gesagt haben, ich finde, das ist relativ viel, was du trinkst? Ja, aber eher in so einer lustigen Art und Weise. Also zum Beispiel in Köln bei meinen Mädels, wenn wir dann irgendwie noch Bier holen wollen, weil irgendwie schönes Wetter ist, dann heißt es direkt so, naja, für Caro nehmen wir direkt mal 3 mit. Und wenn dann so ein Spruch kommt, was macht das mit dir? Ich merke halt, dass ich mich darüber dann identifiziere. Ja. Also, dass ich das gar nicht, ich finde das gar nicht schlimm, sondern ich nehme das so an als, ich bin eine, die viel trinkt. Und es ist eine Erwartungshaltung an mich selber, aber auch an meine Funktion in einer Gruppe irgendwie besonders lustig zu sein oder besonders, ich weiß nicht, also ich denke, ich bin jemand, der über die Stränge schlägt damit, so, das ist so gesetzt irgendwie. Okay, also du hast das schon so ein bisschen in dein Selbstbild eingebaut, in deine Identität sozusagen, dass Alkohol schon eigentlich auch dazugehört. Krass, das habe ich mir vorher gar nicht so klar gemacht. Aber er hat recht. Klingt erbärmlich, ehrlich gesagt. Alkohol ein Charakterzug? Really? Also Alkohol ist kein Charakterzug. Auf dem Weg in das chronische Problem, Abhängigkeit, ist es aber ein Meilenstein. Ja? Also man trinkt und trinkt immer mehr, baut es in die eigene Identität ein und zunehmend, das ist mit allen anderen Drogen auch so, wird die Droge immer bestimmender. Es scheint, dass man auf anderem Weg überhaupt keinen Spaß mehr haben kann. Es scheint, dass es irgendwie das Einzige ist, woraufhin man irgendwie sich orientieren kann. Ja? Lieber ein Gespräch ein bisschen kürzer halten, damit man wieder nachlegen kann oder sowas. Ne? Da gibt es ja auch wirklich noch eine Spanne sozusagen irgendwo zwischen
schädlichem oder missbräuchlichem Konsum, bis dann tatsächlich die Rede von der Abhängigkeit ist. Mir tut gut, wie differenziert er meinen Konsum einordnet. Ich kriege den Eindruck, dass so eine Konsumpause mir ganz schön viel über mich beibringen kann. Das kann auf jeden Fall was sein, wo Menschen dann, wenn sie sich beispielsweise auch für eine Abstinenz oder für einen reduzierten Konsum entscheiden, sagen, jede Party will ich eigentlich gar nicht mehr mitnehmen, ist mir aufgefallen, weil ich mag bestimmte Arten von Partys gar nicht so gerne. Die machen mir tatsächlich nur Spaß, wenn ich halt viel getrunken habe. Und das stimmt. Der Abend mit den Junggesellen hat mir zum Beispiel keinen Spaß gemacht. Und auch die Abende mit Freunden waren für mich oft anstrengender. Ich fand es herausfordernder, eine Version von mir zu sein, die ich mag, also die ich gerne mag. Aber es ist mir gelungen, glaube ich. Man gibt mir auch noch ein paar praktische Tricks an die Hand, um langfristig meinen Konsum zu senken. Zum Beispiel nach jedem Schluck das Glas abstellen. Klingt banal, finde ich aber gut. Ich fand es extrem spannend gerade. Ich habe das Gefühl, dass das so meinem ganz persönlichen Konsum so eine Form gegeben hat. Und so insgesamt finde ich einfach wahnsinnig krass, dass so ein Angebot umsonst ist und man da einfach hingehen kann und so professionell beraten wird. Das wusste ich irgendwie gar nicht, dass das geht. Mehr Infos dazu findet ihr in der Infobox. Tag 9. Boah, heute ist so ein Tag, wo ich mich richtig abfacke. Ich bin zu so einer Filmpremiere eingeladen und Alkohol wird ja gerne mal als sozialer Kleber bezeichnet. In dem Fall würde ich es einfach als sozialen Sauerstoff bezeichnen, weil das da einfach voll hingehört. Wenn man so niemanden kennt und dann noch in so einer Umgebung, wo so Leute rumlaufen, die was von sich halten, boah, da habe ich echt überhaupt keinen Bock, keinen Alkohol zu trinken. Und noch alles umsonst wahrscheinlich. Natürlich gehe ich trotzdem hin. Okay, ich habe auf jeden Fall jemanden gefunden, den ich kenne, aber muss jetzt mit Cola Light anstoßen. I'm so sorry. Das fühlt sich wirklich scheiße an. Die Premiere ist nicht halb so fancy wie gedacht. Hätte ich mir im Vorfeld ein Glas genehmigt, wäre das komplett unnötig gewesen. Manchmal muss man Situationen vielleicht auch einfach mal ohne aushalten. Und trotzdem. Also hier haben auf jeden Fall alle ein bisschen bessere Laune als ich. Vor allem hat Lisa schon ein bisschen Wein. Wenn ich das so mitkriege, wie Spaß das machen kann, so ein bisschen was zu trinken, dann fällt es mir schon schwer, nicht zu trinken. Und sicherlich auch eine wichtige Erkenntnis irgendwie. Und auch die Frage, ob man sich dann vielleicht auch mit anderen, wenn jetzt mein Ziel ist, kein Alkohol mehr zu trinken oder wenn ich meinen Konsum hinterfrage, wäre, glaube ich, auch die Konsequenz, mich weniger mit Leuten zu umgeben, die Alkohol trinken. Ne? Also ist natürlich dann eine harte Nummer, ne? Ja, aber also ich glaube, wenn ich jetzt, also ich glaube, sonst ärgere ich mich viel zu oft. Oder man baut ein neues Image auf und sagt, nee, ich bin die bei vielen Gelegenheiten auch einfach gar nicht mitdrängt. Da sind wir wieder bei Identität, ne? Das Fazit deshalb: Alkohol ist in gewissen Kreisen so wie ein Hund beim Spazierengehen. Ohne geht auch, aber mit macht einfach mehr Spaß. Ja, das ist natürlich jetzt eine Aussage, die total verharmlosend gelesen worden ist. Und das verstehe ich auch. Ich glaube hier, es gibt auf der einen Seite einen extrem guten Einblick in meine Innenwelt, weil das ist so, das habe ich so empfunden, sonst hätte ich das nicht gesagt. Aber deshalb sitzen Sie jetzt auch hier. Weil natürlich, klar, das ist natürlich nicht unproblematisch, wenn man das so erlebt, oder? Also ich kann das nachvollziehen. Das Problem ist halt, wenn sich so viele Lebensbereiche quasi so dem dann irgendwie unterordnen, ne? Wenn irgendwie eben der Alkohol jetzt dann da auch quasi die Hürden abbauen soll. Mhm. Wenn ich glaube, so kann ich vielleicht jemanden besser kennenlernen als ohne oder mit meinen Freunden mehr Spaß haben als ohne. Ja, vielleicht ist es ja so. So vergehen viele Abende, auch am Geburtstag meiner Mutter. Ich bin gespannt, wie man hier reagiert, wenn ich nicht trinke. Was krass ist, ich hätte gedacht, dass hier mehr Leute mit dem Antrag, wenn ich keinen
Alkohol trinke. Also ich hätte wirklich gedacht, dass ich mir ständig Sprüche anhören muss. Da bin ich echt positiv überrascht. Ich glaube zwar, dass viele Leute jetzt denken, dass ich schwanger bin. Aber ich bin mal gespannt, ob solche Gerüchte jetzt noch auf meine Mutter zukommen in den nächsten Tagen. Ich frage bei meiner Mutter nach, aber niemand spricht sie darauf an. So, zur Lage meines Alkoholentzugs. Ich habe das Gefühl, meine Haut ist ein bisschen besser geworden. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht ist ein bisschen schlanker. Aber wisst ihr, wogegen ich das gerne eintauschen würde? Gegen einen kleinen Rausch. Ich bin im Biergarten verabredet. Es wird zäh. Langsam habe ich gecheckt, wie es ist ohne Korn, Sambuca, Uso, alles. Nämlich so, als wäre Alkohol ein Club für die coolen Kids und ich muss jetzt für 30 Tage draußen bleiben. Man hört ja immer den Satz, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Stimmt bestimmt auch. Aber ich finde, man muss ehrlich sein. Die gleiche Art von Spaß ist es nicht. Auf sowas kommt man halt nur, wenn man betrunken ist. Guckt euch das doch mal an. So viel Spaß hatte ich, ehrlich gesagt, in den 2 Wochen nicht. Also wenn ich jetzt von außen drauf gucke, dann würde ich jetzt vielleicht die grausame Frage stellen, was ist der Unterschied von der Situation zu der mit den Engländern? Ja, dass ich wahrscheinlich die Leute einfach besser kenne und mehr mag einfach und mich damit mehr in der Gruppe einfinde. Ach so, okay, das war jetzt auch ein bisschen eine Fangfrage. Ne? Ja. Aber was ist denn dann die Antwort auf die Frage? Weil ich meine, Sie haben ja recht, wahrscheinlich ist der Unterschied nicht so groß und trotzdem würde ich da gerne mitmachen und bei den anderen weniger. So, was lerne ich denn jetzt daraus? Ja, also wir hatten es vorhin schon mal. Ich glaube, es geht halt darum, die Situationen, wo sie viel trinken wollen, zu unterscheiden und die rauszusuchen, wo sie es wollen und dann halt die mit den Auswirkungen am nächsten Tag zu leben und von den anderen mehr sein zu lassen. Ja. Nach diesem Abend sagt mir übrigens jemand, der da war, dass er mich sehr zurückhaltend erlebt hat. Ein Satz, der sitzt. Ich erlebe mich auch an anderen Abenden während des Experiments ein bisschen gehemmt. Ich habe gemerkt, dass ich mir die ganze Zeit so viele Gedanken gemacht habe und mir die ganze Zeit so soziale Noten irgendwie ausgestellt habe. So, bin ich heute witzig, bin ich eloquent, bin ich klug? Und das hat halt dazu geführt, dass ich irgendwie gar nicht entspannt war und mein Kopf voller Sachen war. Was dann natürlich wieder dazu geführt hat, dass am Ende die These, ich performe auf Alkohol besser, ja sogar stimmt. Immerhin körperlich merke ich eine Verbesserung. Ich laufe schneller. 1, 2, 3, 4. Diese Flaschen haben es alle in meinen Besitz geschafft. Das hat mir eine Freundin mitgebracht, als sie hier gepennt hat. Das hat jemand, der hier vorbeikam, mitgebracht. In der Annahme, dass sie ja bestimmt eh was trinken. Gut, das habe ich selber gekauft zum Kuchenbacken. Und das habe ich noch nachträglich zu meinem Geburtstag bekommen. Der war im Februar, also schon ewig her. Das heißt, 4 Flaschen Alkohol haben sich so in meinen Haushalt gesneakt innerhalb von 18 Tagen. Finde ich auch schon krass. Das heißt, in meinem Leben jedenfalls Nummer 1 Mitbringsel Alkohol. Und da freue ich mich auch sonst drüber. Schon krass trotzdem. 4 Flaschen. Und an manchen Tagen fällt es mir echt schwer, mich an diesem Vorrat nicht zu bedienen. Ich würde jetzt gerne schlafen. Es ist irgendwie 22 Uhr. Ich habe aber so krass Stress im Moment und ich merke, dass ich einfach gar nicht runterkomme und ich würde jetzt halt eigentlich was trinken. Mache ich jetzt natürlich nicht. Finde ich irgendwie voll ernüchternd, haha. So diese Erkenntnis, ich glaube nicht, dass ich ein Problem mit Alkohol habe. Ich glaube vielmehr, dass ich ganz oft meine Probleme in Anführungsstrichen mit Alkohol löse. Ich werde so bockig jetzt. Ich denke so, ich habe doch das Recht, mich jetzt so ein bisschen runterzuholen mit einem Glas Wein und mich von meinem stressigen Tag zu erholen. So. Also meine Laune ist auf jeden Fall nicht besser. Ja, das ist, glaube ich, der Moment, der mir am schwersten gefallen ist, in die Reportage zu schneiden. Der Moment, der mir am schwersten fällt, zu gucken. Irgendwie. Ja, es ist wie ein Schlüsselmoment. Ne? Ja, sie erleben einen Mangelzustand und werden ungehalten, sauer. Und dann ist natürlich das zu sehen, was es jetzt gebracht hat, bis jetzt fast nicht mehr möglich. Ich glaube, wenn Sie heute jetzt aufs Video gucken und unser Gespräch angucken, dann
Können Sie sicher 10 Dinge nennen, die gut gewesen sind an dem Experiment, ne? Aber in dem Moment war es nicht möglich, ne? Genau, da hat man nur das gesehen. Ja. Da ging es nur sozusagen jetzt quasi dem Vorsatz treu zu bleiben, das Hirn auszuschalten und das zu tun, was dran ist. Also so gefühlt ist mir ja durchaus auch bewusst, dass das problematisch ist. Und ich finde halt, Teil von so einer Reportage ist, das auch zu zeigen. Ich finde es einen starken Moment, ne, weil sie sich trauen, diese Ambivalenz, diesen Alkoholhunger zu benennen. Das ist ein Tabuthema sonst. Ja. Und so irgendwie das so zu zeigen, finde ich stark. Ich will mich nicht in so einer Pro-Alkohol-Trotz-Phase verlieren und treffe Andreas, ein Kumpel von mir, der keinen Alkohol mehr trinkt. Wir gehen in den ersten alkoholfreien Kiosk Deutschlands, natürlich in Berlin. Hallo. Hallo, Karin. Na, schön, dich zu sehen. Grüß dich. Geht's dir gut? Sehr gut. Ja, stimmt, wir sind ja. Hi, grüß dich. Hi. Seit wann trinkst du jetzt keinen Alkohol mehr? Seit 2019. Boah, so lange schon? Ohne Ausnahme? Ohne Ausnahme. Das ist jetzt mittlerweile Teil meiner Identität, würde ich sagen. Echt krass. Spannend. Es scheint, als wäre es eine Grundsatzfrage, ob man nun Alkohol trinkt oder nicht. Sowohl Andreas als auch ich definieren uns über den Konsum. Hier im Laden habe ich das erste Mal das Gefühl, dass alkoholfrei nicht unbedingt uncool sein muss. Wir setzen uns raus. Andreas und ich kennen uns seit 2017. Damals haben wir öfter mal zusammen einen getrunken. Er hat sich bewusst entschieden, keinen Alkohol mehr zu trinken. Ein Problem mit Alkohol hat er aber nicht. Oh krass, also riecht auf jeden Fall wie ein Wein schmecken soll. Warte. Dankeschön. So. Unterm Strich hat Alkoholtrinken mir halt mehr genommen, als es mir gegeben hat. Wow. Ja. Und diese mentale Pro- und Kontraliste war auf der Kontraseite dann halt irgendwann viel länger als auf der Pro-Seite. Was stand denn auf der Pro-Seite? Was stand auf der Pro-Seite? Tatsächlich nicht mehr viel. Mhm. Ich habe diese Kapitel halt durchlebt und war dann irgendwann an einem Punkt, an dem ich guten Gewissens aufhören konnte. Mhm. Ja, und habe da jetzt auch keine FOMO, keine Fear of Missing Out. Zumal ich ja trotzdem auch draußen bin mit Leuten im sozialen Setting und man trifft mich doch in Kneipen. Hast du trotzdem manchmal, vermisst du das schon manchmal irgendwie? Nein. Krass, dann ist das vielleicht auch einfach Typsache. Früher war ich häufiger verliebt, ich glaube aber auch, weil ich häufiger betrunken war. Crazy. Würdest du als jetzt Nicht-Alkoholtrinker mit einer Frau zusammen sein, die Alkohol trinkt? Ja, definitiv. Ja. Ja. Also, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass ich da vielleicht auch ein bisschen mein Gegenüber beeinflusse mit der Zeit. Vielleicht beeinflusst sie mich aber auch. Nee. Plot Twist. Ich merke, ich bin da nicht so kompromissbereit. Ich habe mich ein, zwei Mal mit jemandem getroffen, einmal auch in der Kneipe. Und dann hat er zu mir gesagt, er trinkt keinen Alkohol. Und dann dachte ich so, Digga, sag das doch. Ciao. Das ist voll doof. Ich weiß, dass es auch also so ist. Aber hast du mal alleine getrunken? Oder? Ja. 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 Ist ja auch in Ordnung. Ja, ist auch in Ordnung. Aber da habe ich mich schlecht gefühlt. Aber möchtest du denn einen Partner oder einen Dating-Partner, wie auch immer, der Alkohol trinkt oder einfach jemanden, der locker ist? Ja, weißt du was, eigentlich wäre natürlich die gute Antwort, auch die zu erwartende Antwort, einfach einen, der locker ist, aber ich finde es selber Panne. Aber nee, auch einen, der Alkohol trinkt, gefühlt. Also weil vielleicht ist es so, weil man unterbewusst auch weiß, dass es ein Laster ist und man das einfach nicht so gerne alleine dann machen will. Aber weil ich nicht darauf verzichten will, würde ich gerne mit jemand zusammen darauf nicht verzichten. Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Ja, sollte nicht sein. Nee, kann nicht sein, oder? Also, ich meine, was soll denn jetzt, wenn mein Gegenüber irgendwie signalisiert, dass er ein ganz tolles Erlebnis gerade hat mit mir zusammen und trinkt dabei nicht und ich trinke, ja, was ist denn jetzt das Problem? Ja, stimmt schon. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine
ist vielleicht auch einfach ein Glaubenssatz, der falsch ist. Ne? Würde ich sagen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass jeder zweite oder vielleicht jeder dritte Mensch hier gar nicht rumlaufen würde, wenn es Alkohol nicht gäbe. True. Also ich würde auf jeden Fall... Das ist ein ganz interessantes Gedankenexperiment. Ja. Stimmt, das können wir doch auch nochmal klären. Hast du weniger Sex, seitdem du keinen Alkohol hast? Das hat mich tatsächlich auch interessiert. Ja. Ob ich mehr oder weniger Sex habe? Ja. Hey, auf jeden Fall besseren und bewussteren. Ja. Auch das glaube ich dir. Ja. Genau. Die 30 Tage sind jetzt vorbei. Im ersten Moment könnte man meinen, ich habe gar nichts gelernt. Dann nehmen wir einmal 4 Tequila. Aber ohne die Konsumpause wäre mir nicht aufgefallen, wie groß die Rolle ist, die Alkohol in meinem Leben spielt. Beim Dating, bei Stress, in sozialen Situationen. Wenn man ehrlich ist, Freiheit von Alkohol sieht anders aus. Ich fühle mich wirklich gerade so ein bisschen in den Arm genommen und hochgehoben. Und ehrlich, ich hab's vermisst. Trotzdem nehme ich mir zumindest vor, so eine Konsumpause auch nächstes Jahr wieder einzulegen. Wenn es darum geht, einfach nur, dass ich Spaß haben will und deshalb Alkohol auch dazu trinke, finde ich das zumindest für mein eigenes Leben nicht verwerflich. Und dadurch, dass ich jetzt ja auch eine längere Pause gemacht habe, würde ich sagen, schmeckt es halt besonders gut. Ne? Das ist halt eigentlich schade, weil ich glaube, das ist manchmal einfach so Umständen geschuldet. Ich sitze hier in der Kneipe, in der Bar am Schluss und formuliere hier mein Fazit. Und das ist auch sicherlich die halbe Wahrheit, dass ich mich da freue, wieder zu trinken. Das sieht man ja auch. Trotzdem ist es schade, weil einfach wahnsinnig viele Erkenntnisse im Laufe der Reportage da jetzt irgendwie so ein bisschen auf der Strecke bleiben irgendwie. Und das schon nicht stimmt, als wäre das alles, was hängen geblieben ist. Ein Konzept von der Abhängigkeit hat mal irgendwie abgehoben auf den Unterschied zwischen Wanting und Liking. Ja, also das sozusagen Liking, also das wirklich etwas gerne machen, ersetzt wird im Laufe der Abhängigkeitsentwicklung durch Wanting. Das ist halt so nur noch ums kompulsiv, wird dringend was haben müssen und dann irgendwie zu sich nehmen und sonst fühlt man sich auch gar nicht mehr wohl und so und es gehört auch einfach immer dazu, so, ne? Aber das finde ich gerade total spannend, weil das ist eigentlich das, was ich glaube, ich zwar versäumt habe, in diesem Fazit so richtig treffsicher zu formulieren, aber im Prinzip das, was ich meine. Hier bleibt auf der Strecke, dass ich durchaus gemerkt habe, dass es diese Phasen des Wantings gibt, ja? Und dass die auch wirklich kritisch zu betrachten sind. Aber in diesem Fall ordne ich das deshalb als nicht verwerflich ein, weil es hier eigentlich um ein Liking geht. Es geht um ein, hey, ich habe jetzt wirklich einfach Lust, macht Spaß. Ich habe vielleicht dann morgen auch irgendwie einen kleinen Kater oder so, aber der ist es mir quasi wert, jetzt nach diesem Verzicht, dass ich sage, ich habe jetzt heute mal einen Liking-Abend. Aber es ist interessant, also finde ich spannend. Und ich glaube auch... ich meine, hier, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, das war ja quasi der letzte Tag, ne? Da trinke ich wieder. Aber auch seitdem ist dahingehend auch wahnsinnig viel passiert. Ne? Also ich glaube, dass diese Konsumpause gekoppelt an dieser Reportage schon dazu beigetragen hat, dass ich einen viel kritischeren Blick auf meinen Konsum werfe. Gut, alles andere wäre, glaube ich, auch... seltsam, das konnte an mir jetzt ja gar nicht vorbeigehen, auch aufgrund des Echos einfach, ne? dass man schon merkt, das ist schon irgendwie viel. Ich fand halt gut, dass Ambivalenz so in der ganzen Stärke und Schärfe irgendwie da sein durfte in der Reportage. Und ich finde, das ist Sinn und Zweck von dem Ding. Ja. Wenn euch der Film gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch in unserer Kommentarspalte. Wenn ihr wissen wollt, was das Klärwerk über euren Drogenkonsum weiß, dann schaut euch dieses Video von Zweifelsfrei an.